Tja, eine dreitägige Geburtstagsfeier ging heute zu Ende. Ja, sind die richtigen Bilder. Die alte Dame Sachsenring wurde nämlich 90 Jahre alt. Ja, viele Weltmeister kamen, aber auch Fahrer aus Ostdeutschland, die in den 70er und 80er Jahren berühmt wurden. Gestern Abend zum Beispiel auf dem Altmarkt von Hohenstein-Ernstthal sollten Tausende die Parade der Maschinen und Piloten. Die Zuschauer nahmen Tuchfühlung auf, wenn man so will, mit den Legenden und huldigten noch einmal einem, ja, vielleicht dem besten Motorradrennfahrer der Geschichte, dem 15-maligen Weltmeister Giacomo Agostini. Ein sächsisches Ständchen für einen 75-jährigen Italiener. Noch einmal Gänsehautstimmung auf dem Altmarkt von Hohenstein-Ernstthal, dort wo die Fahrer auch schon in den 60er Jahren nächtigten und auch spazieren gingen. Die Zuschauer konnten von den Stars nicht genug bekommen, von Ralf Altmann zum Beispiel. Es sind natürlich unheimlich viele Motorradfans hier aus der Gegend. Und es kommen auch sehr viele und die Emotion, die darüber gebracht wird, das ist schon einmalig. Noch einmal brausten heute geputzte und getunte Maschinen über den Ring. In der Heigo-Klasse zum Beispiel MT-77 oder Estonia-Modelle oder die 250er und 350er Zweiradrenner in der ICGP-Klasse. Dort dominierte mit der 121 Mike, genannt Spike Edwards. Mit der Nummer 18 auch im Rennen der Rodewischer Stefan Tennstedt. Seit 1971 fährt der Vogtländer Rennen. Während Edwards gewinnt, wird Tennstedt, der gerade 64 Jahre alt geworden ist, in seiner Klasse Dritter. Sachsenring ist immer top. Und jetzt der neue Belag hier und so, der ist so griffig. Das macht natürlich richtig Spaß. Und das noch vor der Haustür, und das ist super. Drei tolle Motorsporttage am Ring sind zu Ende. Mehr als 40.000 Zuschauer auf Tourfühlung mit den Stars. Mensch und Maschine sind hier ein Herz und eine Seele. Der Veranstalter ist mit dem Jubiläumsjahr zufrieden. Deshalb wird es die Sachsenring-Klassik auch weiterhin geben. Weil das ist die Begeisterung der Fans, die Gesichter der Fahrer, wie sie sich freuen, hier wieder am Sachsenring zu sein. Also ist wirklich alles toll und ich kann nur sagen, schade für jeden, der es verpasst hat. Die Helden von einst sagen Adieu. Die Asse von heute rasen schon in zwei Wochen hier um die Wette beim MotoGP auf dem Sachsenring.